Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Ugly to Beauty Challenge in 5 Minuten. Warum ich mir das antue, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Hier seht ihr unter mir irgendwo, seht ihr diesen Timer. Und ich denke, wir starten ihn einfach an relativ jetzt genau. Ich weiß nicht, wie laut es sein wird, wenn es dann piept. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor und ich habe auch ein bisschen Angst davor, wie das hier wird. Das hier ist nämlich unsere gute Dame. Keine Ahnung, ob das was wird, aber wir versuchen es einfach mal. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, okay. Das wird absolut schrecklich, Leute. Wir ziehen sie erstmal aus, weil sonst habe ich hier gar keinen Plan, was ich hier mache. Und ich glaube, das Gesicht ist nochmal wichtiger als alles andere. Deswegen, ich habe keinen Plan. Ich bin sehr überfordert, jetzt schon. Was ist hier passiert, frage ich mich. Ist alles ein bisschen wild. Aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Oh mein Gott, das ist nicht richtig. Was tue ich hier, frage ich mich. Was tue ich hier? Die Nase doch. Okay, warte. Die Nase habe ich jetzt schon mal ein bisschen gerettet, ne? Was kann ich hier? Okay, ja. Ich habe immer keine Ahnung, was ich hier wie ändern kann, muss, will. Warum hat sie nicht so viele Falten? Was ist mit ihr? Ich weiß halt immer nicht, was man wie ändern kann und was nicht. Warum kann ich hier... Warum... Wieso hat sie so viele Falten? Also sie ist eine... Sie ist eine Seniorin. Warte, wir machen sie mal ganz kurz zur jungen Erwachsenen. Oh mein Gott. Das macht irgendwie schon viel aus. I don't know. Kann ich bitte ihre... Oh mein Gott, das ist ein bisschen viel. Wir wollen hier nicht eskalieren, ne? Also, wie rettet man das hier? Ich weiß es nicht. Also ich meine, das Gesicht an sich finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, wie ich diese Unterlippe retten kann. Was ist mit den Augenbrauen falsch gelaufen, frage ich mich. Aber das geht doch einigermaßen, oder? Aha. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie kriegt man das dann hin? Ich würde die gerne ein bisschen... Aha! Ja. Ja, das geht schon. Jetzt bitte einmal kurz in den Körper... Ich habe nur noch 2 Minuten. Digga. Ich muss mal ganz kurz den Körper hier retten. Was ich bitte irgendwas tun. Oh mein Gott, oh mein Gott. 5 Minuten ist ein bisschen sehr wenig Zeit. Guckerlei. Ich will hier auch nicht zu dünn machen. Ich hasse das immer. So mittelmäßig schnell. Also so normal halt. So, jetzt muss ich ganz schnell irgendwas raussuchen, was ich hier mit ihr mache. Ich kann mich noch nicht entscheiden, Digga. Hier, irgendwie sowas. Und dann gebe ich ihr... Also mache ich das hier weg und gebe ihr Lashes, die irgendwie komplett kaputt aussehen. Hilfe. Was ist mit den Augen falsch gelaufen, dass das so kaputt aussieht? Ich frage mich das wirklich. Aber jetzt geht's. I don't know. Hä, konnte ich nicht hier die auch so aufziehen und so ein Scheiß? Doch. Hä? Keine Ahnung, ich bin komplett überfordert mit meinem Leben. Nimm erstmal. Ich ziehe erstmal irgendwas an. Ja, am besten irgendwelche Kombinationen. Wie sehr muss man sich endlich hassen, um diese scheiß Challenge zu machen, Alter? Ich krieg jetzt schon wieder komplett Aggression. Das überfordert mich einfach, okay? Sowas ist doch süß. Ja, Girl. Let's go. Ja, Mausi. So, und dann... was sieht man denn da für Schuhe an? Sowas? Was ist mit denen hier? Rot. Oh mein Gott, die sind kaputt. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Du kriegst keine kaputten Schuhe. Hier, zieh sowas an. Ja, ist doch süß. Dann Socken, weil Socken sind wichtig. Ich will nie Socken, bitte. Und, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hilfe. Kann sie... Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Ein Filter? Oh. also sie sieht schon ein bisschen creepy aus, not gonna lie. Und ihre Nase ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall niemals einen Sim erstellt, der so aussieht, so. Von, wenn ich jetzt von mir aus irgendwas also erstellt hätte, to be honest. Ich glaube, oh mein Gott, ihre Füße sind relativ kleine. Ihr Booty ist jetzt auch nicht unbedingt das. Also es ist in Ordnung, aber ja, es ist schon ein bisschen wild. Ihre Füße sind relativ klein, aber es ist in Ordnung, ich habe auch kleine Füße. Deswegen ist, sie hat relativ große Boobies noch, aber es ist ja noch realistisch. Ich finde ihre Augen ein bisschen creepy, not gonna lie. Ihre Nase ist halt mal ein bisschen größer, aber ist ja an sich nicht schlimm. Also kann ja auch entzücken, also sie sieht ja auch ganz süß eigentlich aus. Also ich bin doch schon zufrieden, aber sie ist auch ein bisschen wild. Aber wenn man bedenkt, dass das hier der Sim zuvor war, dann kann man auf jeden Fall zufrieden sein mit so einem Ergebnis. Also ich meine, sie hat jetzt nicht das wildeste Outfit oder sowas, aber sie hat sich auf jeden Fall gebessert und sie trägt auf jeden Fall ein normales Outfit. Das ist auch in Ordnung. Ja, sie ist auf jeden Fall eine Maus, würde ich sagen. Ihr könnt diese Challenge ja auch mal angehen
und mir sagen, was ihr so daraus gemacht habt und ob das bei euch funktioniert hat oder ob ihr da noch größere Probleme hattet als ich. Das Gesicht hat sehr viel Zeit beansprucht, ne? Also, weil ich habe, wenn ich Sims erstelle, ich verändere immer gar nicht so viel. Ich bin auch, mach mal random auf Presets und wenn das schön aussieht, dann sieht es halt schön aus. ja, deswegen kenne ich mich mit den Slidern gar nicht so gut aus. Vielleicht machen wir sowas in ihrer Zeit nochmal, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich weiß, dieses Video war ein bisschen kürzer. Nächstes Mal, denke ich, machen wir mal die 100 Baby-Challenge. Kam jetzt auch schon wieder ein bisschen länger nicht, deswegen habe ich da außerdem ziemlich Bock drauf. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!